Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie auch ganz herzlich und ich möchte Ihnen auch, wie alle anderen auch, zu dieser tollen Veranstaltung gratulieren. Und ich freue mich besonders, dass Sie mich dazu als Hauptreferentin eingeladen haben. Das Thema, Sie sehen, ich habe versucht, ein Thema zu wählen, was auf der einen Seite natürlich auf Ihre Veranstaltung Bezug nimmt, wo ich aber auch die Möglichkeit habe, Ihnen sowohl eigene Forschungen vorzustellen, aber auch Forschungen, die international bzw. in Österreich gelaufen sind, nicht von uns, sodass Sie einen breiten Überblick bekommen. Ich möchte Sie ein bisschen schon einstimmen, es wird ziemlich viel geballte Ladung an Information sein, aber ich nehme einmal an, ich sehe auch so viele junge Gesichter und ich nehme an, die Älteren sind auch noch hungrig, Dinge zu hören und die werden dafür manche Sachen schon kennen, sodass es eine Wiedererinnerung ist. Worüber möchte ich heute sprechen? Ich habe drei Hauptbereiche. Das erste sind ganz allgemein psychosoziale Herausforderungen. Dann möchte ich auf Maßnahmen zur erfolgreichen Bewältigung eingehen und schließlich auf den auch im Titel genannten Punkt eingehen, nämlich Schule als Ort der Vernetzung. Vor welchen psychosozialen Herausforderungen steht die Schule, die Gesellschaft? Zweifellos gibt es hier ganz, ganz viele. Und verständlicherweise, keine Sorge, kann ich nicht auf alle eingehen. Ich habe ein paar ausgewählt, die natürlich besonders mit dem Schulsystem in Zusammenhang stehen und von denen zumindest ich glaube, dass sie momentan von besonderer Relevanz sind. Das erste ist Förderung von Bildungsmotivation und Lernen. Dann der Ausgleich von Benachteiligungen. Hier will ich einen speziellen Fokus auf die Integration von Migrantinnen und Migranten setzen. Und der letzte Punkt, Förderung der sozialen Verantwortlichkeit, Prävention von Gewalt. Das ist auch der Bereich, er wurde ja schon angesprochen, weil das ja offensichtlich auch ein Ausgangspunkt war für diese Maßnahmen. Auf den möchte ich am ausführlichsten eingehen. Ich fange mit dem ersten Bereich an, Förderung von Bildungsmotivation und Lernen. Ich werde es immer so aufbauen, Sie werden sehen, dass ich auf der einen Seite so allgemeine Ergebnisse vorstelle, die sind zum Teil aus PISA. Ich nehme an, viele von Ihnen werden diese kennen und dann zum Teil auf die Ergebnisse eigener Forschungen eingehen werde. PISA 2006, die 2009er Daten sind noch nicht da, Lesekompetenz. Und wenn Sie sich die Ergebnisse ansehen, sehen Sie, wenn wir uns Österreich ansehen, sieht es insgesamt im Vergleich mit anderen nicht ganz toll aus. Was aber besonders auffällig ist hier, sind die großen Geschlechtsunterschiede zu Ungunsten der Knaben. Schauen wir uns einen anderen Bereich an, der von den Geschlechterunterschieden ganz unterschiedlich ist zu den vorherigen, Wissen in den Naturwissenschaften. Das heißt, was weiß ich überhaupt über die Bereiche, die hier genannt sind, Physik, Biologie, Erd- und Weltraumsysteme. Und wenn Sie sich das ansehen, Österreich liegt insgesamt so in der Mitte, sehen Sie aber, Österreich ist eingeringelt, sehen Sie, das sind immer die Unterschiede, Geschlechtsunterschiede, was hier angegeben sind, die Länge der Balken. Und wenn Sie sich das anschauen bei Physik, sehen Sie, dass Österreich hier die größten Geschlechtsunterschiede überhaupt hat. Ja? Das heißt, wir haben hier Ergebnisse und Sie wissen ja den immerwährenden Diskurs, wie schaffen wir es, die Mädchen zu Mathematik, Physik, Biologie und oder Technik zu bringen, zu den sogenannten MINT-Fächern. Noch ein weiteres Ergebnis aus PISA, das vielleicht weniger bekannt ist, denn fast immer transportiert werden die Ergebnisse auf die Leistungstests und sehr wenig die Ergebnisse zu Einstellungen. Und wenn Sie sich das hier ansehen, zwei Fragen. Die eine Frage, welchen persönlichen Nutzen sieht man aus den Naturwissenschaften für sich selbst? Das sind ja die 15- und 16-Jährigen, die hier gefragt wurden. Und wenn Sie sich das ansehen, das da unten rot eingeringelt, immer Österreich, sehen Sie, dass es für Österreich insgesamt im Vergleich mit den anderen Ländern nicht sehr toll aussieht, aber wieder ein Geschlechtsunterschied und die österreichischen Mädchen sind wieder am weitesten unten. Und noch schlimmer ist es, wenn wir uns die andere Seite ansehen, da geht es um die instrumentelle Motivation in Naturwissenschaften. Was meint das? Die Frage hat quasi gelautet, ob sie glauben, die Knaben und Mädchen, dass sie das später für ihre Berufstätigkeit brauchen werden, dass ihnen das was nützt später. Und wenn wir uns das ansehen, sieht es mit Österreich hier wirklich ganz trist aus, denn hier liegen beide Geschlechter ganz schlecht, aber die Mädchen haben so schlechte Werte, dass man die Skala damals hat erweitern müssen, weil die war gar nicht vorgesehen. Was heißt das aber? Wenn ich mit 15, 16 so eine Einstellung habe, ist es hoch unwahrscheinlich,
dass ich dann nachher mit 18 die Einstellung völlig geändert habe und da studieren werde. Ich habe jetzt leider keine Zeit, wir haben auch dazu Studien gemacht, wie sich das über die Bildungssozialisation entwickelt, aber wie gesagt, hier ist zweifellos Handlungsbedarf. Ich komme jetzt auf Ergebnisse zu Studien, die wir selber durchgeführt haben. Wie bereits in der Vorstellung angeführt, beschäftigen wir uns unter anderem mit der Förderung von lebenslangen Lernen. Man könnte das konkretisieren mit der Förderung von Bildungs- und Lernmotivation und den Kompetenzen, diese Bildungs- und Lernmotivation auch erfolgreich umzusetzen. Die brauchen wir nämlich zusätzlich. Das heißt selbstreguliertes Arbeiten. Wir haben dazu im Auftrag des Bildungsministeriums eine Erhebung gemacht, wie das eigentlich in den österreichischen Schulen aussieht. Und die Ergebnisse, ich muss allerdings sagen, sie stimmen ziemlich stark überein mit den Ergebnissen, die wir international sehen, aber besser sind wir auch nicht. Das Interesse und die Lernzielorientierung der Schülerinnen und Schüler nimmt über die Schulzeit hinweg ab. Die Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen werden selbst von den Schülerinnen und auch von den älteren Schülerinnen im Gymnasium als gering eingeschätzt. Und die Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen, die Kompetenzen zum lebenslangen Lernen, also Bildungsmotivation, selbstreguliertes Lernen zu vermitteln, wird von diesen auch als gering eingeschätzt. Ich bringe dann drei Detailergebnisse dazu, die ich besonders interessant, aber nicht im positiven Sinn leider finde. Das erste, die Frage, wir haben Ihnen Fragebögen vorgegeben, wir haben Ihnen aber auch offene Fragen gestellt. Eine Frage hat gelautet, wenn du richtig so eine Freude, einen Spaß am Lernen hast, wo lernst du dann? Und wir haben nachher die Antworten kategorisiert und da sehen Sie ein Ergebnis, das Ihnen zwar vielleicht nicht erstaunlich vorkommt, das aber von der Sache her doch traurig ist, nämlich wie es über die Schulstufen hinweg Schule als Lernort immer weniger positiv besetzt ist. Das heißt, wenn man sich nämlich die Kleinen, die in die vierte Klasse Volksschule geht, ansehen, dann sehen Sie, das ist noch ganz hoch, die lernen wahnsinnig gern noch in der Schule, aber je älter sie werden, desto weniger. Und das lässt sich nicht nur durch Entwicklung erklären. Wir wissen natürlich, wenn man ins Jugendalter kommt, hat man mehr eine Außenorientierung. Aber dadurch allein lässt es sich nicht erklären. Und das ist ein bedauerliches Ergebnis. Wir haben aber ein anderes Ergebnis, das auch in gewisser Weise bedauerlich ist. Wir haben Sie nämlich auch offen gefragt, was macht eigentlich beim Lernen Freude? Und da sehen Sie die Ergebnisse. Und da sieht man, das eine finden wir ganz positiv. Nämlich, es geht um Kompetenzempfinden, was wir auch als intrinsische Motivation bezeichnen. Das heißt, die Schülerinnen sagen, es macht mir dann Freude, wenn ich etwas geschafft habe, wenn ich es kann. Also richtig, ich freue mich über den Erfolg. Und die Kleinen nennen sogar dabei am häufigsten, man glaube es nicht, als Unterrichtsfach Mathematik. Später weniger, bis gar nicht. Aber was kommt nicht? Guter Unterricht. Drei Nennungen gegenüber die anderen. Das heißt, wir sehen, es hat das, wenn ich sage, es macht mir wirklich Freude, Spaß, wird kaum mit der Schule assoziiert. Und ein letztes Ergebnis, wir haben nicht nur die Schülerinnen und Schüler befragt, sondern auch die Lehrpersonen. Und da haben wir sie zum Beispiel gefragt, wenn jetzt ein Schüler eine schlechte Note bekommt, woran liegt das? Wieder offene Frage. Und Sie sehen jetzt hier die Ergebnisse, was kommt? Es liegt an der Motivation oder das im Interesse, an der Anstrengung, dem Fleiß, an der Konzentration oder auch an der Familie. Aber womit hat es nichts zu tun? Mit mir als Lehrperson und meinem Unterricht. Und das Schlimme ist, Sie haben dieselben Antworten im Wesentlichen gegeben bei der Frage, wenn ein Schüler oder eine Schülerin eine gute Note hat, hat es auch mit Ihnen nichts zu tun. Was sagt uns das? Zwei Dinge. Das eine, dass sie eigentlich gar keine Freude und keinen Stolz empfinden können. Denn wenn ich nicht glaube, es hat etwas mit mir zu tun, dann kann ich mich auch nachher nicht freuen, wenn ich geschafft habe, einen Schülerinnen oder eine Schülerin zu einer guten Note zu bringen. Und das Zweite, ich habe keine Verantwortung. Zwei Ergebnisse, die mir gar nicht gefallen und ich hoffe Ihnen auch nicht, sodass man, wir kommen auch, was kann man dagegen tun, aber die jedenfalls ein Fakt sind, wenn wir das an die Selbstangaben von Lehrpersonen. Ich komme zum zweiten Bereich. Ausgleich von Benachteiligungen. Ich beginne wieder mit PISA, diesmal mit Daten, die sich anschauen, den Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status und mit der Leistung. Horizontal ist aufgetragen der sozioökonomische Status von niedrig bis hoch und vertikal haben wir auf der einen Seite naturwissenschaftliche Kompetenz, für Sie gesehen auf der linken Seite und auf der anderen die Lesekompetenz.
Und das jetzt wieder, jede Linie ist ein Land. Wir sehen aus dem einen, dass eigentlich alle Länder einen Zusammenhang haben, denn wenn wir so einen Anstieg in einer Gerade haben, das ist repräsentant für eine Korrelation, sehen wir, dass es einen Zusammenhang gibt. Es gibt kein Land, wo es nicht einen Zusammenhang mit sozioökonomischem Status gibt. Wir sehen aber auch, dass der Zusammenhang unterschiedlich groß ist. Es gibt Länder, wo der relativ niedrig ist. Das ist bei beiden Folien nicht unerwartet der immerwährende PISA-Sieger Finnland. Das heißt, dort ist der Zusammenhang am geringsten. Ja? Das heißt, der sozioökonomische Status spielt viel weniger eine Rolle. Und es gibt dann eine große Gruppe von Ländern, die bündeln sich so in der Mitte. Und dort ist auch mittendrin Österreich. Das ist der etwas auffallendere, dunklere Strich, wo der Zusammenhang doch ziemlich groß ist. Wir sehen übrigens an der Folie auch, dass Österreich keineswegs in den Spitzenreitern in der Leistung ist. Denn hier sehen wir ja hinauf aufgetragen die Leistung bei PISA. Und da sieht man noch einmal, dass sich Österreich also so im Mittelfeld bewegt, mit doch einem sehr hohen Zusammenhang mit sozioökonomischem Status und Leistung. Zweites Ergebnis, bezogen auf Benachteiligungen, und das ist aus meiner Sicht viel dramatischer, ist der Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Migrationshintergrund. Kurze Erklärung zu dieser Folie. Sie sehen auf der einen Seite wieder aufgetragen die Lesekompetenz, ja, also von niedrig bis hoch, und Sie sehen horizontal aufgetragen alle Länder, die hier teilgenommen haben. Wir haben drei Gruppen von Schülerinnen. Immer das blaue Quadrat sind die einheimischen Schüler. Und wir haben dann zwei Migrantengruppen unterschieden. Die eine sind die Migranten zweiter Generation und die andere erster Generation. Was heißt erste Generation? Das sind Schülerinnen und Schüler, die in einem anderen Land als Österreich jetzt bezogen auf unseres geboren sind. Und zweite Generation heißt, dass sie zwar hier geboren wurden, aber ihre Eltern aus einem anderen Land eingewandert sind nach Österreich. Die gelben, sozusagen auf die Spitze gestellten Quadrate sind die zweite Generation. Wir würden doch spontan erwarten, und das trifft auch für fast alle Länder zu, dass die in der zweiten Generation mehr integriert sind. Und wenn wir sagen, die Lesekompetenz ist ja wohl ein Indikator für die Integration. Und jetzt schauen Sie sich einmal Österreich an. Österreich hat erstens auch bei den einheimischen Schülerinnen keine so hohe Lesekompetenz, leider habe ich keinen Pointer, aber was in Österreich auffällig ist, ist, dass die Migrantinnen und Migranten der zweiten Generation tiefer liegen, schlechter liegen in ihrer Lesekompetenz als die der ersten Generation mit einer riesigen Streuung. Diese Linie, die um diesen Punkt liegt, zeigt nämlich die Unterschiedlichkeit in den jeweiligen Gruppen an. Und das ist wirklich dramatisch. Ich meine, das hat natürlich mit vielen Dingen zu tun. Zum Beispiel die Länder, hier die ersten, Kanada, Neuseeland, Irland, die liegen fast ganz zusammen. Das heißt, dort gibt es kaum Unterschiede. Das hat natürlich auch mit der Politik zu tun, die ganz andere Migrantinnen und Migranten ansprechen als wir. Wir haben ja sozusagen auf die Gastarbeiter gesetzt, während die holen sich ja besonders hochqualifizierte her. Und bei uns ist ja auch immer ein Diskurs, wie sollten wir das angehen. Ja? Aber es hat trotzdem auch damit zu tun, wie geht man mit den Migrantinnen und Migranten um. Denn gerade, dass die zweite Generation schlechter ist, ist bedrohlich. Und Sie müssen eins bedenken, wir brauchen die für unsere Wirtschaft. Wir brauchen sie. Ja? Wir wollen ja, dass sie hochqualifiziert sind, denn diejenigen, die am wenigsten qualifiziert sind, sind diejenigen, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, arbeitslos zu werden. Ja? Die wir dann wieder miterhalten müssen auch. Also das heißt, wir haben wirklich hier dramatische Bedingungen und gerade dieser Aspekt ist wirklich besonders auffällig. Ja? Schauen Sie sich einmal die PISA-Ergebnisse an von Österreich und die internationalen. Da finden sich viele interessante und wissenswerte und nicht so positive Dinge. Ich komme zu einem weiteren. Nur damit Sie sehen, die Leistungsunterschiede, die wir in österreichischen Schulen haben. Hier sehen Sie, das ist jetzt nicht aus PISA, sondern aus PIRLS. PIRLS heißt, Abkürzung, PISA heißt der Programm for International Student Assessment. PIRLS ist die Abkürzung für Progress in International Reading Literacy Study. Das heißt, hier geht es um die Volksschule und hier sozusagen um das sinnverstehende Lesen. Ja? Und wenn Sie sich die Lesekompetenz der 10-Jährigen ansehen, das ist jetzt nur Daten aus Österreich. Sehen Sie, das sind jetzt getestete Volksschulen. Jeder Balken verkörpert eine Volksschule. Und da sehen Sie mal,
wo die Balken liegen, dass wir ganz massive Unterschiede zwischen den Volksschulen haben. Und die Breite der Balken, also wie lang diese Balken sind, zeigt die Unterschiedlichkeit innerhalb der Schule auf. Ja? Das heißt, wir haben wirklich ganz massive Unterschiede innerhalb Österreichs. Ich komme zu einem ähnlichen Ergebnis, bezogen auf jetzt die Mathematikkompetenz, hier wieder aus PISA der 15- bis 16-Jährigen. Und Sie sehen, die sind jetzt auch ebenfalls gegliedert nach der Leistung. Und auch hier sehen wir dramatische Unterschiede. Und zwar das helle Blau sind die berufsbildenden höheren Schulen und das dunklere Blau sind die AHS. Und auch hier sehen Sie, dass wir ganz unterschiedliche Ergebnisse und Kompetenzen haben, haben aber natürlich die Notenverteilung ist die gleiche oder sehr ähnlich. Ja, das dürfen Sie nicht vergessen. Und das ist ja auch einer der Diskurse, warum wir immer über zusätzliche Standards im Bildungssystem reden. Letzte Ergebnis, und das finde ich jetzt besonders wichtig, wenn wir aus dem Ausgleich von Benachteiligungen gehen. Sie wissen, wir alle wissen, und es ist ein ständiger Diskurs, der ideologisch überfrachtet ist, dass wir mit 10 Jahren die Entscheidung haben, gehen die Kinder jetzt Hauptschule, gehen sie jetzt AHS und innerhalb der Hauptschule, in welche Leistungsgruppe gehen sie? Man hat jetzt die PISA-Daten in Österreich hergenommen, Sie wissen, die sind 15 bis 16 Jahre, und hat sie so aufgeteilt, wo sozusagen in welchem Schultyp sie sind. Sind sie gegangen in AHS, oberste Gruppe, Hauptschule, erste Leistungsgruppe und so weiter. Und das war die waagrechten Balken, da sind 90% der jeweiligen Gruppe drinnen, ja, hier oben. Und jetzt schauen Sie sich einmal diese Unterschiede an. Wir finden kaum Unterschiede zwischen Hauptschule erste Leistungsgruppe und AHS Unterstufe. Ja? Trotzdem ist, wenn Sie sich nachher die Berufstätigkeit, die Ausbildung anschauen, wenn jemand in die Hauptschule geht oder wenn jemand in das AHS geht, schaut es dramatisch anders aus. Das hat mit Einkommen zu tun, mit dann Bildungsabschlüssen und dergleichen. Und was besonders dramatisch ist, schauen Sie sich einmal an, dritte Leistungsgruppe Hauptschule. Dritte Leistungsgruppe hat noch immer einen nicht zu kleinen Anteil, der die gleiche Leistung aufweist, wie hier oben eine Gruppe in der AHS-Unterstufe. Aber die haben vermutlich überhaupt keine Chance, so einen Bildungsabschluss zu schaffen wie diejenigen. Ja? Und das hat mit Benachteiligungen zu tun, weil die Kinder sozusagen das zu überwinden, ist eine enorme Herausforderung. Ich komme zu dem Spezialfokus Integration von Migrantinnen und Migranten. Das sind Daten der Statistik Austria. Wir haben in Österreich, das war die letzte Erhebung, die ich mir jetzt angeschaut habe, 826.000 Migrantinnen. Davon ist der größte Anteil aus Ex-Jugoslawien. Uns interessiert natürlich die Schule. Hier sind 18% der Kinder in Pflichtschulen, die eine andere Muttersprache als Deutsch haben. Davon leben 48% in Wien, also mit großem Abstand der höchste Anteil. Weil ich ja auf die Integration gehen will, ich Ihnen jetzt so ein bisschen auch hier ein wissenschaftliches Modell zeigen. Die Akkulturationsforscher haben eigentlich ein, mittlerweile sehr einheitlich, vertreten sie ein sogenanntes zweidimensionales Akkulturationsmodell, das eigentlich die Antwort auf zwei Fragen gibt. Es hat 4 Typen, grob gesprochen. Die eine Frage lautet, sehe ich es als wertvoll an, die eigene kulturelle Identität und ihre Merkmale beizubehalten, das heißt ich als Migrant in ein anderes Land. Die Frage kann ich mit Ja oder Nein beantworten. Und dieselbe Frage wird gestellt sozusagen auf die neue Kultur, wo ich hinkomme. Sehe ich es als wertvoll an, Beziehungen zur Aufnahmegesellschaft aufzunehmen, beziehungsweise die kulturelle Identität der Aufnahmegesellschaft zu übernehmen. Und Integration, wie sie verstanden wird, heißt eigentlich eine positive Antwort auf beides. Das heißt, ich schätze wert meine eigene Kultur und halte sie aufrecht, aber ich schätze auch wert die neue und versuche auch Beziehungen einzugehen. Was leider manchmal gefordert wird, vor allem von den Inländern, ist eher die Assimilation. Das heißt, ich soll meine ursprüngliche aufgeben als Migrant und die neue annehmen. Ja? Also das ist sozusagen der Hintergrund. Sie werden das nämlich dann, ich werde auch noch ein bisschen auf den Ergebnissen eingehen. Und wie läuft das? Wir haben dazu, das ist auch einer unserer Forschungsschwerpunkte, Studien gemacht. Und wir haben uns angeschaut, die Zusammensetzung des Freundeskreises in der 4. Schulstufe in Wien. Und wir haben die Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Herkunft eingeteilt in entweder Muttersprache Deutsch, also die Österreicherinnen und Österreicher, das ist die erste Gruppe,
Die zweite Gruppe sind die, die aus der Türkei kommen. Die dritte Gruppe aus Ex-Jugoslawien. Und hier die letzte Gruppe haben wir Multikulturelle genannt. Die sind nämlich aus ganz, ganz vielen Herkunftsländern und meistens die einzigen aus ihrem kulturellen Umkreis in ihrer Klasse. Und wenn Sie sich die Zusammensetzung ansehen, sehen Sie, dieser dunkle Balken, das sind die Österreicherinnen und Österreicher. Das heißt, die Österreicher sind diejenigen, die sich am meisten segregieren und sagen, wir bleiben unter uns, während die anderen gehen wesentlich mehr Freundschaft mit anderen ein. Und nachdem aber in Wien, die Daten sind ja aus Wien, ungefähr 50% Ausländerinnen und Ausländer sind, heißt, sie hätten auch durchaus die Chancen, mit anderen Freundschaften einzugehen. Und jetzt schauen Sie sich ein anderes Ergebnis an, selbe Schülerinnen und Schüler. Wir haben sie nämlich gefragt nach Freunden und Freundinnen aus der Klasse und Freunden und Freundinnen außerhalb der Klasse. Und was sehen wir außerhalb der Schule? Da zeigen alle so eine Segregation. Das heißt, ich bleibe in meinem kulturellen Hintergrund. Und was sagt uns das? Die Schule ist der Ort, einfach weil sie dort zusammentreffen müssen, diese Integration zu fördern, weil außerhalb der Schule sind sie in einem Verwandtschaftsnetz auch und da ist es viel, viel schwieriger. Ja? Und dort machen das quasi alle, was dominant aber die Österreicherinnen und Österreicher machen. Das heißt, sich von den anderen segregieren. Kurzer Schwenk. Es gibt in der Schule, wissen Sie alle vermutlich, ein Unterrichtsprinzip interkulturelles Lernen, das verschiedene positive Aspekte vorsieht, wie Partizipation, Verbreitung eines wertschätzenden Klimas, Förderung des Selbstkonzepts, Sprachkompetenz und so weiter. Wir haben uns gedacht, das heißt eine meiner Mitarbeiterinnen, die Dagmar Strohmeier, die hier sehr viele Forschungen gemacht hat zu den Migrantinnen, wir schauen uns einmal an, wie das Unterrichtsprinzip eigentlich in der Schule gelebt wird. Wir haben das in ein paar Klassen durchgeführt und es hat sich herausgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler geringes Wissen über andere Kulturen haben. Nur 11 von 126 wussten überhaupt, welche Muttersprachen außer Deutsch in ihrer Klasse gesprochen wurden. Und so Aspekte der Alltagskultur, über die man sehr viel lernen kann, nämlich über andere Länder, waren sozusagen kaum bekannt und haben überhaupt keinen Stellenwert in der Schule und im Unterricht genommen. Wir haben natürlich auch die Lehrpersonen gefragt und für die haben interkulturelles Lernen für kein sehr wichtiges Unterrichtsprinzip gehalten. Und obwohl Teamteaching nachgewiesenermaßen eine der besten Methoden ist, es umzusetzen, und Frontalunterricht natürlich am ungünstigen ist, wird es natürlich in der Realisierung sieht es ziemlich genau umgekehrt aus. Letzter Punkt, Förderung der sozialen Verantwortlichkeit und Prävention von Gewalt. Ich zeige Ihnen hier eine Deklaration, die in Kandersteg, das ist ein kleines, schönes Bergdorf in der Schweiz, unterzeichnet wurde, weil dort eine Tagung dazu stattgefunden hat. Und ich glaube nur, dass man einmal sieht, Sie haben es ja ohnehin angesprochen schon. Ja? Jeden Tag werden auf der ganzen Welt schätzungsweise 200 Millionen Kinder und Jugendliche von Gleichaltrigen gemobbt und gequält. Ich meine, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und so gesehen ist das, was Sie hier tun, ja auch ein ganz wichtiger Schritt, dass man wirklich hier eine Prävention macht. Wir haben dort so eine Deklaration von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern aus vielen Ländern unterzeichnet. Die wurde auch übersetzt in verschiedene Sprachen und die können Sie dort finden. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber dass man einfach auch wirklich mal sich die Zahlen überlegt, was das wirklich bedeutet. 200 Millionen jeden Tag. Und jetzt schauen wir mal an, wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Wir haben dazu sehr, sehr viele Studien durchgeführt. Leider keine, Sie haben es mit Recht gesagt, also es gibt keine Längsschnittstudien. Ist auch ganz schwierig, weil sich die Einstellung ändert und da spielt wieder eine Rolle und so weiter. Aber was wissen wir? Und auch aus anderen Studien, weil wir ja sehr viel international kooperieren. In ca. 88% der Fälle sind Mitschülerinnen Zeugen von Gewalt, aber sie greifen nur in 19% ein. Wenn aber Mitschülerinnen sofort eingreifen würden, könnten 57% der Vorfälle beendet werden. Das heißt, sie wissen viel zu wenig und trauen sich zu wenig, das zu tun. Und genau da müssen wir sie auch unterstützen. Jetzt ganz kurz, weil ich habe gesagt, das ist ein wichtiger Punkt und passt auch, glaube ich, hier besonders gut dazu, will ich hier ein bisschen ausholen. Was versteht man eigentlich darunter? Das Wichtige ist die Schädigungsabsicht. Es geht nicht um den Schaden, sondern um die Schädigungsabsicht. Denn ich kann ja auch stolpern und wem anderen wehtun, habe es aber nicht böse gemeint und das ist mir passiert. Und wir verwenden in der Wissenschaft den Begriff Bullying, der hat sich aus eigentlich am meisten damit beschäftigt, vielleicht kennen Sie den Namen, Olweus steht auch hier, und seitdem wurde dieser Begriff Bullying
sehr weit verbreitet auf der ganzen Welt beforscht, dieses Thema. Was heißt das? Schädigungsabsicht, Quälen über einen längeren Zeitraum hinweg und ein Machtungleichgewicht zwischen Opfer und Täter. Das kann physisch sein, das kann aber auch sein, verbal überlegen, mehrere Täter und so weiter. Und natürlich, es kommt dann zu einem Schaden. Es gibt ganz viele Formen, es ist nicht nur physisch, ich kann ausschließen, hänseln, schlagen, nicht spielen lassen und so weiter. Oft sind sogar die physischen Formen bedrohlicher als die sozusagen, also die psychischen als die physischen. Wie häufig kommt es jetzt vor? Dazu ist ganz interessant, werden fast immer nur so Globalwerte publiziert und wir haben uns das einmal angeschaut, wie das in einzelnen Klassen ist. Ich zeige Ihnen jetzt dazu ein paar so Blitzlichter. Wenn man nach Bullying global fragt, also ohne Differenzierung, was es ist, haben wir in einer Studie gefunden, das sind jetzt 29 Klassen und immer unten ist der Wert der Klasse, wobei das blaue Täter heißt und das rote Opfer. Im Mittel 10% Opfer und ungefähr 10% Täter. Aber schauen Sie sich mal an, wir haben Klassen, da gibt es sozusagen gar keine Opfer und in manchen Klassen gibt es ganz viele oder auch ganz viele Täter. Das heißt, es kommt ganz stark auf natürlich die Schülerzusammensetzung, aber auch die Dynamik und wie Lehrpersonen reagieren darauf an. Das ist nicht in jeder Klasse gleich. Dasselbe gilt für physisches Bullying und da sehen Sie übrigens, hier sieht man das ganz stark, dass ein ganz hoher Zusammenhang besteht, also wo viele Täter und dort auch viele Opfer. Und Sie sehen zum Beispiel, wir haben eine Klasse, da haben wir 50% Täter. Ist ja unglaublich. Und auch ungefähr so viele Opfer, während in anderen Klassen ganz wenig. Dasselbe gilt natürlich auch für verbales Bullying, was klarerweise viel häufiger vorkommt. Sie kennen das alle aus Ihrem Schulalltag. Das ist, wir haben fast 24%, die sich als Opfer davon angeben. Und wie gesagt, sehr, sehr hohe Werte auch hier. Oh, super, danke. Verbales Bullying, klar, häufiger. Trotzdem haben wir viel physisches Bullying. Das Relationale wird übrigens von den Lehrpersonen viel weniger bemerkt. Verständlicherweise ist aber trotzdem belastend. Mädchen mehr verdeckter, mehr dieses psychische, Knaben offener, mehr physisch. Und ich will in multikulturellen Klassen, das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, wir werden, weil wir ja, die Medien berichten ja auch sehr viel darüber und da haben wir immer wieder gehört von so ein bisschen einem Vorurteil, dass das natürlich sehr viel in multikulturellen Klassen ist und dass die Ausländerinnen und Ausländer vielleicht mehr drinnen involviert sind. Stimmt gar nicht. Wir haben so viele Studien schon gemacht und es kommt im Prinzip heraus, dass es keinen Unterschied macht. Ja? Ich möchte Sie auf ein Phänomen hinweisen, das Sie vielleicht selbst schon kennen, ein neueres, wozu es leider auch schon Selbstmorde gab in Großbritannien. Das ist das Cyberbullying, das heißt, wo ich negative Verhaltensweise unter Verwendung neuer Medien mache, ist deswegen was Neues und Bedrohliches, weil ich mich dem nicht entziehen kann. Wenn es sozusagen Person zu Person ist, wenn ich zu Hause bin, bin ich geschützt und es kann mir nichts passieren. Aber das gilt nicht, wenn jemand über mich was ins Internet stellt, ich kann mich nicht zurückziehen. Das gilt nicht, wenn wir andere Leute gemeine SMS schicken oder sonst was tun. Ich kann mich nicht mehr zurückziehen und es ist so gleich weit verbreitet. Und da muss ich sagen, wir haben eine meiner Mitarbeiterinnen promoviert zu diesem Thema, die Petra Gradinger. Wir haben jetzt ein paar Studien schon gemacht. In Österreich ist es glücklicherweise noch nicht so weit verbreitet wie in anderen Ländern. Wir haben deutlich niedere Prävalenzzahlen. Und es ist auch als interessantes Phänomen, dass es eher zum normalen Bullying dazukommt. Das sind keine anderen Täter, sondern die erweitern sozusagen ihr Repertoire an negativen Verhaltensweisen. Ja. Wieso kommt es dazu? Wir unterscheiden zwei große Bereiche. Das eine ist die sogenannte proaktive Aggression. Wir sagen, das ist gelerntes Verhalten. Das heißt, ich setze eine negative Tat mit einem ganz bestimmten Ziel. Ich will Macht ausüben, ich will andere dominieren, es macht mir Lust, andere zu quälen. Wir nennen das kalte Gewalt, das ist kalt geplant. Die zweite, die basiert eher auf der Frustrations-Aggressionshypothese, das ist eher, ich nehme eine Provokation wahr und reagiere darauf. Ja? Und da gibt es natürlich Kinder, die häufiger reagieren, schneller was so als Provokation wahrnehmen. Wir nennen das auch heiße Gewalt. Ich mache das jetzt ganz kurz. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie sich vorstellen, ich nehme ein Verhalten wahr, ja? Sagen wir, ich werde von hinten gestoßen, ja? Dann interpretiere ich dieses Verhalten und diejenigen, die wir als sozusagen jetzt als Täter bezeichnen, die fühlen sich immer provoziert und meinen, jemand will mir was tun, ja? Dann ist die Zieldefinition, was will ich tun?
will mich natürlich wehren, das darf man mir nicht machen, dann wähle ich aus, was ich möglicherweise als Repertoire zur Verfügung habe, wähle ein Verhalten aus und führe es dann durch. Und das wird natürlich von der Umwelt bewertet, ich bewerte es selbst. Und das läuft natürlich blitzartig ab und nicht geplant. Aber das heißt, es gibt dann Kinder, die sich immer bedroht fühlen und zurückschlagen und hinschlagen. Ja? Während andere denken sich, na, das könnte auch zufällig gewesen sein. Wie wichtig ist, ich habe das vorher schon gesagt, dass, und das ist unsere Argumentation und mittlerweile international, jeder, der Anwesende ist, ist sozusagen dabei. Ja? Und es gibt niemand, der anwesend ist und sagt, ich habe damit nichts zu tun. Ja? Anwesend heißt involviert und jeder macht irgendwas. Und sei es, dass er nichts tut, dann verstärkt er trotzdem den Täter, weil er nicht eingreift. Und wir haben festgestellt, 54%, also Christina Salmi-Valli, passives Verstärken durch Zuschauen, 21 Nachahmen und ein Viertel etwa greift ein. Welche Folgen hat, ganz kurz, es gibt Längsschnittstudien, die zeigen, dass es insgesamt negative Konsequenzen sowohl auf die Lernleistung als auch das Sozialverhalten hat. Schülerinnen, nämlich die in einem Umfeld sind, wo viel Gewalt ist, sind weniger motiviert, in die Schule zu gehen, haben auch schlechtere Noten. Es hat besonders langfristige Folgen für Opfer, im Extremfall Depressionen, es gibt natürlich auch Einzelfälle sogar von Selbstmorden, aber auch für Täter. Denn die Täter haben eine höhere Wahrscheinlichkeit als Erwachsene oder Jugendliche zu Alkohol, Drogenkonsum, Delinquenz und so weiter. Und wir finden, dass halt auch diejenigen Schüler, die nicht involviert sind, die lernen zumindest nicht Zivilcourage, wie ich mich als Erwachsener verhalten kann. Sie lernen nicht, wie kann ich solche Konflikte lösen. Das heißt, wir haben für alle Beteiligten negative Konsequenzen. So, jetzt haben wir lauter negative Sachen gehört und jetzt die Frage, was kann man dagegen tun? Was kann man mal tun? Bildungsmotivation. Ich gehe alle wieder drei durch, aber natürlich kürzer. Also, da gibt es schon Zielsetzungen, zumindest auf der EU-Ebene, nämlich das Ziel, lebenslanges Lernen explizit zu fördern und wird ja auch gefordert als eine Strategie der EU und auch für die einzelnen Länder. Und die Studien, das ist aus einer Studie von uns, die Ergebnisse zeigen ganz klar, dass Interesse, Selbstwirksamkeit und Lernzielorientierung der Schülerinnen und Schüler eindeutig mit dem Geschlecht zu tun hat, also Mädchen sind hier mehr interessiert, aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, mit der Mitverantwortung, mit der wahrgenommenen Mitverantwortung und der Förderung von selbstregulierten Lernen durch Lehrpersonen in der Klasse zu tun hat. Ja? Also da haben wir wirklich ganz eindeutige Belege dazu. Das heißt, man kann hier wirklich etwas tun. Ich kann auf die Details nicht eingehen, aber wir haben wieder gefördert durch das Bildungsministerium nach diesen da nicht so erfreulichen Ergebnissen, haben wir ein Training für Lehrerinnen und Lehrer, aber als Schulentwicklungsprojekt entwickelt, das heißt als Akronym TALK, zur Förderung von Lehrerinnenkompetenzen und zwar so Vermittlungskompetenzen zum lebenslangen Lernen. Das ist ein dreisemestriger Lehrgang, wir haben den durchgeführt, evaluiert. Und die Ergebnisse sind wirklich sehr beeindruckend. Und ich sage nur einen Satz. Alle Lehrerinnen, die teilgenommen haben, drei Semester, Freitag, Nachmittag, Samstag, Vormittag, keiner ausgefallen über eineinhalb Jahre. Und der Wunsch der Lehrerinnen war, eine Auffrischungseinheit zu haben. Und sie haben Briefe ins Ministerium geschrieben, dass das in die Grundausbildung hinein soll. Das heißt, hier so ein Handlungsphasenmodell. Ich will aus Zeitgründen nicht hier in Details eingehen. Aber der wichtige Punkt ist, man kann etwas tun. Und ich glaube wirklich, das sollte in die Grundausbildung hinein. Was kann man zur Beseitigung von Benachteiligungen tun? Sie haben ja die dramatischen Dinge gesehen. Ich glaube, das ist relativ klar. Sind Forderungen, die nicht unbekannt sind. Förderung im Kindergarten, verpflichtend, denn je früher man Benachteiligungen ausgleicht, desto günstiger für das Einzelindividuum, desto kostengünstiger für die gesamte Gesellschaft. Und es darf natürlich keine Kosten sein, denn sonst haben wir wieder die Barriere. Wer kein Geld hat, kann es sich nicht leisten. Gemeinsame Schule bis zu mindestens 14, denn wir haben ja gesehen, was das heißt. Bei gleichen Kompetenzen wäre ich abgeschoben in die Hauptschule, vielleicht dritte Leistungsgruppe. Standardisierte Leistungsmessungen in Ergänzung zu individuellen Leistungen und Bewertungen und Umgang mit Heterogenität in der Lehrerinnenausbildung, siehe auch diesen Talk-Konzept. Ich muss dazu sagen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich ja alle einig, aber die Politik hat sozusagen
hier mehr ideologische Überfrachtungen und daher wird Evidence-Based nicht so gerne wahrgenommen. Was kann man nachhaltig zur Integration von Migrantinnen und Migranten tun? Hier habe ich auch gesagt, Schule ist der Ort, wo sie einander begegnen und hier glaube ich auch, dass wie in vielen anderen Bereichen genau das, was Sie jetzt tun. Eine Kooperation zwischen Wissenschaft, Lehrpersonen, Eltern, Politik, Schulaufsichtsbehörde, Interessensvertretung, NGO, allen ganz wichtig ist, auch der Medien, denn die brauchen wir, und der Umgang mit Heterogenität in der Lehrerinnenausbildung. Was kann man als einzelne Lehrperson tun? Da gibt es natürlich auch schon genug Erfahrungen. Der wichtige Punkt ist nicht die Überbetonung von Unterschieden, sondern ganz im Gegenteil, die Ähnlichkeiten fördern, Maßnahmen setzen mit kooperativem Lernen, wo man sozusagen miteinander arbeiten muss, Gruppenarbeiten, Projektunterricht, Schülertandems, offenes Lernen. Ja? Das führt dazu, dass man die anderen kennenlernt, dass man mit ihnen redet und dass es gar nicht zu sozusagen Vorurteilen kommt. Was kann man jetzt zur Prävention von Gewalt und Bullying tun? Dritter Bereich. Hier hat sich herausgestellt, dass eigentlich nachhaltig, es geht um den Punkt nachhaltig, nur dann etwas wirkt, wenn man ein Vorgehen auf nationaler Ebene macht. Denn ansonsten sind es viele einzelne Aktivitäten, die nicht wirklich nachhaltig greifen können. Und es wurde schon erwähnt bei der Vorstellung, wir wurden vom Bildungsministerium beauftragt, eine nationale Strategie gemeinsam gegen Gewalt für Schulen und Kindergärten zu konzipieren, die auch im Regierungsabkommen festgehalten ist, diese Strategie, und daher es zumindest auch ein gewisses Ausmaß an Geld dafür gibt. Was sind die drei Ziele? Ganz globale Ziele. Förderung von Sensibilität und Wissen über Gewalt, so nach dem Motto, ich weiß oder wir wissen. Förderung von sozialen Kompetenzen sowie von Kompetenzen und Strategien mit Gewalt umzugehen. Das heißt, ich weiß nicht nur, was es gibt, sondern ich weiß auch, was man machen kann. Ich kann, wir können. Und schließlich Förderung von Verantwortung und Zivilcourage. Was heißt, ich setze diese Kompetenzen auch um. Ich handle, ich mache etwas, wir handeln. Dazu haben wir 6 Aktivitätsbereiche definiert, die vom politischen Bekenntnis über Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Kooperation, genau was Sie hier tun, Wissensaustausch und Weiterbildung, Prävention und Intervention zu Forschung und Evaluation gehen. Im ersten Schritt wurden einige Maßnahmen bereits 2008 umgesetzt und mittlerweile hat sich das ausgeweitet. Ich habe eine Liste, ich werde sie nicht vorlesen, aber eine Liste der Projekte, es gibt mittlerweile 12 Teilprojekte, die sozusagen umgesetzt sind, ja, und die laufen kontinuierlich, organisiert vom Bildungsministerium. Und wenn Sie dazu mehr wissen wollen, es gibt auch eine Homepage, auf der sehr, sehr viele Informationen stehen, die heißt www.gemeinsam-gegen-gewalt.at. Und da sind eben Krisenratgeber, Programme und so weiter. Das heißt, sehr, sehr viele Informationen, die man auch direkt im Schulalltag anwenden kann. Ganz kurz nur, wir haben auch ein Programm für Schulen entwickelt. Dieses Programm wird derzeit auch umgesetzt, ebenfalls über das Ministerium. Wir glauben nämlich vielleicht noch einen Satz, wenn nicht die ganze Schule dahinter steht, verpufft es. Warum? Denn wenn eine Lehrperson reagiert und eine andere nicht, dann was kriege ich da für Rückmeldung? Einmal darf ich es, einmal wird dagegen reagiert. Und wir wissen auch, genau dasselbe gilt für die Familienerziehung. Inkonsistenz ist eines der schlimmsten Dinge. Und genau dasselbe wäre, wenn nicht alle Lehrerinnen und Lehrer an demselben Strang ziehen. Und daher macht es am meisten Sinn, wenn man eine ganze Schule sagt, wir wollen das tun, wir einigen uns, wie wir das tun, und in diesem Programm werden Sie dabei gecoacht und unterstützt. Auch hier, wer Informationen haben will, findet sie bei uns an der Homepage unter WISC Psychologie. So, letzter Punkt, ein kurzer Punkt, Schule als Ort der Vernetzung. Ich will das einbetten in das Strukturmodell der Bildungspsychologie. Die Bildungspsychologie haben wir definiert über 3 Dimensionen, nämlich über die Bildungskarriere, die sozusagen, sagen wir, von der Wiege bis zur Bahre geht, denn wir lernen immer.
Lernen heißt ja nicht nur schulisches Lernen, institutionelles Lernen, das heißt auch Sportlernen, das heißt auch seinen Interessen nachgehen, das heißt auch Weiterbildung. Es gibt verschiedene Aufgabenbereiche der Bildungspsychologinnen, von Forschung über Beratung, Prävention und so weiter. Aber was jetzt, und das ist die Frage, Schule als Ort der Vernetzung ganz wichtig ist, es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen ich Handlungen setzen kann. Es gibt die Mikro-, die Meso-, die Makroebene. Was heißt das? Die Makroebene ist die Ebene der bildungspolitisch relevanten Gesamtsysteme. Dort werden die Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel die Entscheidung, die ich angesprochen habe, die wurde ja schon getroffen, wir wollen ein verpflichtendes Kindergartenjahr haben. Das heißt, dort geht es um sozusagen den Rahmen, der abgegeben wird und um die Gesellschaft insgesamt. Dann haben wir die Meso-Ebene und da fällt die Schule hinein. Das ist die Ebene der Institutionen. Ja? Also die Schule ist sozusagen genau in der Mitte. Ja? Natürlich sind auch andere Institutionen wie Universitäten, Kindergärten hier in der Mitte anzusiedeln. Und die Mikroebene, das ist die Ebene des individuellen Lernens, der individuellen Lernbildung, wo das einzelne Kind der einzelne Schüler in der Klasse ist. Hier geht es um unter anderem als ganz zentrale Ziele Individualisierung und Ergebnisverantwortlichkeit, wie schon im Reformkonzept der Zukunftskommission, wo ich auch drinnen war, formuliert wurde. Diese Handlungsebenen sind nicht isoliert voneinander, sondern wenn es so psychosoziale Herausforderungen gibt, wo ich versucht habe, Ihnen drei Gruppen zu zeigen, brauchen wir Aktivitäten und Maßnahmen auf der individuellen Ebene. Das heißt, dass Sie zum Beispiel als Lehrperson oder als angehende Lehrperson sagen, wie kann ich jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schüler so fördern, dass ich zum Beispiel erkenne, dieses Kind hat zu wenig Selbstvertrauen, ich muss jetzt einmal an seinem Selbstvertrauen arbeiten, denn erst wenn es das Selbstvertrauen hat, schafft es, vernünftig zu lernen. Ja? Das heißt, da geht es, dieses einzelne Kind zu fördern. Es geht aber auch um die aktive Beteiligung von Institutionen, und bleiben wir jetzt bei der Schule, um diese Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, entsprechendes Klima, Förderung durch die Schulleitung und dergleichen und auch eine ganz wichtige Kooperation im Lehrkörper. Ja, ganz wichtiger Punkt, sich hier auszutauschen. Und natürlich um die gesellschaftliche Einstellung und die Rahmenbedingungen und Reformen auf der Makroebene, weil von oben dauert es oft ganz lang, bis es hinunterkommt, aber von unten hat es ganz schlechte Chancen, hinaufzukommen. Das ist ja das Traurige. Ja. Ganz selten erreichen wir, dass etwas von ganz sozusagen bottom-up wirklich oben ankommt. Das heißt, wie ist es jetzt mit der Schule? Ich würde sagen, die Schule ist eine ganz zentrale Bildungsinstitution. Sie ist damit der Ort der Vernetzung, weil sie ist eine Institution, es geht aber auch ums Individuum und sie ist auch die Institution, die sozusagen im Austausch mit der Globalebene steht. Aber warum geht es in dieser Ebene, auch ganz wichtig, um diese Balance zwischen Autonomie, das heißt, was können wir machen, welche Freiheiten haben wir, aber auch Verantwortung, das heißt, diese Verantwortung annehmen. Denn psychosoziale Probleme sind nicht nur Probleme einzelner Schülerinnen und Schüler. Die Bewältigung psychosozialer Herausforderungen ist eine Aufgabe der Gesellschaft. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus